Ja, das ist sowas, da springe ich jetzt wirklich über den Tellerrand, weil ich habe von der Band noch gar nichts hier. Habe die Ehre und grüße euch zurück hier beim Bavarian Vinyl Nerd. Ja, wieder an meiner altbekannten Bar, bekannt aus meinen alten Videos. Ja, und diesmal mache ich mal ein Video, wo es schon oft in meinen Kommentaren geheißen hat, spring doch mal über deinen Schatten. Ja, und das mache ich jetzt. Und zwar musikalisch, schallplattentechnisch und ja, wir lassen uns jetzt einfach mal überraschen zusammen. Ein netter Herr hat mich über E-Mail kontaktiert und mich angeschrieben, ob ich denn Interesse hätte an Schallplatten, die ich mal ja, hier auf meinem Kanal vorstellen möchte. Das sind nicht die allerneuesten Platten, beziehungsweise nicht die neuesten Ausgaben, sondern es sind Schallplatten, die ja, in den letzten ein, zwei Jahren rausgekommen sind und auch dieses Jahr. Und ja, und die genau in meine Musikrichtung so passen, die ich hier auf meinem Kanal immer so schön vorstelle. Und das sind zwei Schallplatten, die hat er mir angeboten, erstmal, die mich gleich mal vom Namen her oder vom Bandnamen her sehr interessiert haben. Und die werden wir jetzt gemeinsam auspacken. Ich habe in die Schallplatten noch nicht reingeschaut, die sind beide noch verschweißt, original verschweißt. Und dann schauen wir uns mal an, was da so alles in diesem Paket drin ist. Beginnen möchte ich gern mit einem Album von einem Künstler, das ich natürlich noch nicht in meiner Sammlung habe, deswegen war ich auch so interessiert, nämlich von Elton John, nämlich das Honky Chateau heißt dieses Album. Das ist in dieser Version 2023 rausgekommen und vorne drauf steht, das ist ein 2-LP-Set, 2x180 Gramm, mit dem Originalalbum mit dabei, dann neu aufgenommene Sachen aus den Sessions, also so Demo-Aufnahmen quasi nochmal mit drauf, Honky at the Chateau und ein achtseitiges Booklet mit neuen Beschreibungen und ziemlich seltenen Fotos. Ich zeige es mal hier in die Kamera, da sieht man es vielleicht ein bisschen besser, wenn das nicht so spiegeln würde, der Scheinwerfer. Hier oben steht das Ganze drauf und wie ihr seht, die Scheibe ist wirklich noch komplett verschweißt. Und die Scheibe, die nehmen wir uns jetzt mal gemeinsam vor. Wir machen das Plastik jetzt mal runter, wir machen es mal auf mit dem Fingernageltrick, also oben nur einmal so rüberfahren. Diesen Hype-Sticker, den werde ich mir aufheben, da passen wir ein bisschen auf drauf. Hinten drauf ist nochmal ein kleiner Aufkleber Made in Germany. Das Ganze wurde in Holland gepresst und dann für Europa quasi nochmal neu auf den Markt gebracht. Ja, und so schaut die Scheibe dann ohne die Hülle aus oder beziehungsweise ohne das Plastik. Eine seidenmatte Oberfläche und dann würde ich sagen, machen wir das Ganze mal auf. Und hier drin, es ist, wie ihr seht, ein Gatefold, ist ja eigentlich klar, weil das sind ja zwei Scheiben. Ja, drauf sind Songs wie Honky Cat, Mellow, Susie, der Rocket Man ist hier auf diesem Album mit drauf, ja und so weiter und so fort. Und der Rocket Man, der interessiert mich natürlich am allermeisten, wie sich der auf dieser Pressung so anhört. Wie gesagt, die Originalscheibe habe ich ja nicht hier. Ja, und dann müssen wir wieder so rumdrehen. Und dann würde ich mal sagen, mal das Inner Sleeve raus. Und hier haben wir schon ein wunderschönes Inner Sleeve mit einigen Covern von Elton John. Eben genau von den Singles, die hier auf diesem Album veröffentlicht worden sind. Beziehungsweise hier ist Honky Cat. In verschiedensten Ländern wurden verschiedenste Cover hier präsentiert und dann nochmal ein paar Fotos von Plakaten, als das Album damals rausgekommen ist und natürlich hier drin in dem originalen Inner Sleeve eben die Scheibe mit 180 Gramm, die erste Scheibe mit 180 Gramm mit diesem Label in der Mitte, das auf den allen Originalscheiben oder auf den alten Scheiben von Elton John drauf ist. Ist ja auch nachgemacht worden, das Ganze natürlich. So, das war die erste Scheibe und dann machen wir mal die zweite Scheibe raus. Ah, da kommt auch das Booklet zum Vorschein, dieses achtseitige. Das machen wir aber später. Jetzt nehmen wir uns nochmal dieses Inner Sleeve vor. Ja, und hier sind ein paar Notizen aus dem Tonstudio, sind hier mit drauf gedruckt. Da muss ich selber mal kurz nachlesen, weil das ist sehr interessant. Ja, das sind die ganzen Spuren, die hier mit drauf
aufgenommen wurden bei Honky Cat, Mona Lisa's Mad Hatters und bei Slave oder hier auch bei Rocketman sind noch einige Sachen hier mit drauf geschrieben, was wann an welchem Punkt der Aufnahme hier auf die Scheibe gepresst wird, beziehungsweise was im Tonstudio aufgenommen wurde. Ja, und hinten haben wir drauf die Elton John Story. Wie gesagt, ich habe es selbst noch nicht gelesen, ich habe das selbst noch nicht so angeschaut, aber das können wir gerne miteinander mal kurz durchlesen. Ich zeige es euch natürlich schön langsam in der Nahaufnahme, dass wir da gemeinsam durchlesen. Die Bluesology Nummer 1 started as a semi-pro local Harrow Area Group around 1964. Das Ganze, also wie gesagt, das ist die ganze Story von Elton John, wie er losgelegt hat als Einzelkünstler bzw. in seiner damaligen Band und dann eben nochmal, es ist weitergegangen, 66, 67, dann 1967 die Bluesology 3, dann hat er eine zweite, dann stehen hier noch die Soul Agents, hier ist auch Rod Stewart mit vertreten, lese ich gerade. Gut, das muss man jetzt mal genau durchlesen, beziehungsweise ihr könnt es natürlich auch gerne bei Google mal nachlesen, da ist das mit Sicherheit auch zu finden, diese Elton John Story. Das ist sehr, sehr interessant. Ja, die zweite Scheibe ist natürlich auch wieder schwarzes Vinyl und das Ganze wieder mit 180 Gramm. Vom Sound kann ich, wie gesagt, noch gar nichts sagen, weil ich ja gerade erwähnt habe, dass ich das jetzt gerade mit euch zusammen auspacke und mir dann den Sound natürlich später noch anhören werde. Ja, und dann gehen wir über zu diesem achtseitigen Booklet, das hier ist. Das ist quasi vorne anscheinend dieses Honky Chateau, wo er schon sein Album aufgenommen hat, denke ich mal. Wenn Sie es ja besser wisst, schreibt es in die Kommentare. Und hier sollen angeblich sehr seltene Fotos von Elton John drin sein. Ah, das ist schon mal ein sehr tolles Foto hier mit seinen ersten drei goldenen Schallplatten. Und natürlich wieder viel zu lesen. Und wieder Fotos aus dem Studio. Hier auch noch ein Foto mit dabei. Naja, so viele Fotos sind jetzt da nicht mit dabei. Und hier ist nochmal die Timeline mit drin, wie lange es gedauert hat, dieses Album aufzunehmen. Losgegangen ist es am 7. Januar 1972 und veröffentlicht haben sie dieses Album 1972 am 19. Mai in UK, also in England ist das als erstes veröffentlicht worden. Hat schon ein paar Monate gedauert, aber es ist auch ein geniales Album. Wenn man dazu sagt, auf diesem Album ist ja auch dieser ganz berühmte Rocketman mit drauf. Und hier geht es natürlich noch weiter, da sind noch einige kleine Sidekicks noch mit drauf, wo er das Ganze jetzt hier promoted hat, wo die ersten Singles veröffentlicht wurden und so weiter. Sehr, sehr interessant zum Durchlesen. Ja, und hinten nochmal ein Foto jetzt eben von Elton John auf seiner Couch mit seinen typischen Plateauschuhen zur damaligen Zeit, weil er doch ein sehr kleiner Mann eigentlich ist. Und deswegen hat er auch immer diese Plateauschuhe schon bevorzugt auf der Bühne. Das war jetzt mal das erste Album, das ich euch vorstellen wollte, das mir jetzt zugeschickt wurde. Ach, die Rückseite habe ich noch gar nicht gesagt von diesem Gatefold. Hier nochmal die Band, die zur damaligen Zeit dieses Album aufgenommen hat. Bernie Taupin mit Jean-Luc Ponty, Dee Murray, David Johnstone und Nigel Olsen. Ich bin gespannt, wie sich das Ganze anhört. Ich werde euch natürlich noch Infos darüber geben, wie sich dieses Album jetzt bei mir zu Hause mit meiner Anlage anhört. Das ist jetzt natürlich keine High-End-Anlage, sondern eine gute Hi-Fi-Anlage. Und ich denke mal, mit Elton John, glaube ich, mache ich nichts verkehrt, weil die Aufnahmen, egal welche Pressung ich bis jetzt hier hatte, sind immer genial. Ja, und die zweite Scheibe ist eigentlich nicht nur eine Scheibe, sondern sind drei LPs und eine 7-Inch-Single ist hier mit dabei bei diesem Package. Und die hat mir der Gute hier auch zugeschickt, mal zum Reinhören. Und ja, das ist sowas, da springe ich jetzt wirklich über den Tellerrand, weil ich habe von der Band noch gar nichts hier. Ich kenne genau nur einen Song, den kennt ihr wahrscheinlich auch. Und der hat jetzt auch letztes Jahr 50-jähriges Jubiläum gehabt.
Ja, und wir reden hier von der Steve Miller Band und zwar von diesem Package J50, The Evolution of the Joker. Da glaube ich, sieht man es besser auf der Kamera, da blendet es nicht so mit der Folie. Dieses tolle Cover und zwar, ja, jetzt sieht man es ein bisschen, das ist ein 3D-Cover. Erstmal vorne drauf auf dieser Box, hier Steve Miller ohne die Maske und dann Steve Miller mit der Joker-Maske. Machen wir es so nochmal, dann sieht man es besser. Hier ist die Joker-Maske. Ja, die Steve Miller Band. The Joker kennt natürlich, glaube ich, jeder von euch. Und hier auf diesem oder in dieser Box sind ganz, ganz tolle Songs drauf, habe ich mir sagen lassen. Es sind 3 LPs. Und auf jede LP am Anfang ist ein kleiner Kommentar von Steve Miller persönlich. Der hat diesen Song immer noch live gerne, sehr, sehr gerne spielt. Sind Songs drauf wie Children of the Future, Brave New World, Space Cowboy, Nothing Lasts. Und auf der ersten Scheibe alles Live-Versionen von diesen Songs. Ja, und dann kommen wir schon zu Seite 2. Und auf Seite 2 ist auch wieder der Kommentar von Steve Miller. Danach Sugar Babe in einer frühen Version vom April 72. Danach Sugar Babe live und dann nochmal natürlich Sugar Babe in der LP-Version. Auf der zweiten LP haben wir wieder einen Kommentar. Dann eine Live-Version von Head. Das ist die frühe Version von einem ganz speziellen Song von der Steve Miller Band mit einem sehr verrückten Text, nämlich, Moment, ich lese es kurz vor. Schuba da du Mama. Hä? Ja, verrückter Text oder verrückter Songtitel. Aber Head ist eine frühe Version, live, eine frühe Live-Version von diesem Song. Dann haben wir nochmal eine Vorab-Version, wo der Titel noch anders war, wie eben Say Hey Ray. Dann auch wieder eine Vorab-Version, wieder ein neuer Titel zu diesem Song, nämlich White Elephant. Und dann geht es eben los mit diesem komischen Song, wie gesagt, Shubada, du Mama Mama. Die frühe Version und dann nochmal die Albumversion. Gott sei Dank haben wir die zweite LP, Seite 1, jetzt durch mit diesem schweren Titel. Und das ist schon sehr interessant, wenn man das schon mal liest, kann man sich schon mal vorstellen, okay, die frühen Versionen und dann die Vollversionen von den Songs sich anzuhören, das wird bestimmt lustig bzw. sehr interessant. Das haben wir auch bei dem Dokumentarfilm von Peter Jackson über die Beatles, über die Entstehung des Let It Be Albums sehr, sehr gut gefallen, weil man da auch die frühen Versionen schon gehört hat und sich dann gedacht hat, wow, da haben sie aber noch einiges zu tun, die Jungs. Aber die Beatles haben es gezaubert und die Steve Miller Band hat natürlich auch was rausgezaubert. Und was noch mit dabei ist, was mich sehr freut, ist eine 7-Inch, die wir uns gleich anschauen werden. Und zwar ist da The Joker in der Single-Version mit drauf und auf der B-Seite ist I Don't Mind mit drauf. Wir werden sehen, es ist eine, ich sehe hier gerade hinten drauf, ist der Aufkleber Made in Czech Republic, ist eine tschechische Pressung, aber alleine vorne dieses Cover ist schon der Wahnsinn mit diesem 3D-Effekt, das kommt leider auf der Kamera überhaupt nicht so rüber, das Ganze, aber ihr könnt es sehen, also diese Maske verschwindet eben, wenn man das Ganze dreht. Und es ist nach hinten eben auch nochmal so dreidimensional, dieses flache Foto im Prinzip. Ja, dann machen wir genau diese Scheibe jetzt, oder diese Box jetzt auch mal auf, weil wir ja so lange schon vorher rumgeredet haben. Mal das Plastik runter, aufpassen auf den Hype-Sticker, der vorne drauf ist. Und auch aufpassen auf diese Hülle, die vorne drauf ist, dass da keine Kratzer reinkommen. Weil diese Fotos oder diese 3D-Fotos sind da relativ empfindlich. Ja, und dann würde ich sagen, lassen wir uns mal überraschen. Machen wir mal das Ganze auf zusammen. Wir öffnen diese Box. Und hier ist erst schon mal ein... Alter Schwede, ist das cool. Was ist das genau? Das ist so ein Plastik. Das ist so ein Plastik-A4-Bogen mit dieser Maske von der Steve Miller Band. Schön eingepackt in Folie, die lasse ich ja gefälligst mal drin. Ja, und dann haben wir hier schon mal einen Joker hier zu sehen. Auch wieder schön in Hochglanz das Ganze. Einfach nur ein kleiner Einleger, sage ich jetzt mal.
Und dann sollte es eigentlich schon losgehen mit diesem riesen Booklet, das auch mit dabei ist. Das riesen Booklet sage ich deswegen, weil es hat 60 Seiten, dieses Booklet, mit Fotos von der Steve Miller Band bzw. von Steve Miller himself und eben dann The Evolution of the Joker, also die Entstehung von diesem Album, von diesem berühmten Album von der Steve Miller Band, mit Fotos, mit schönen Drucken, das Ganze in seidenmatter Optik. Hier Jungs von der Steve Miller Band mit dabei und wirklich sehr, sehr toll dieses Booklet. Ich werde mir das einmal in Ruhe zu Gemüte führen, wenn ich mir diese drei Schallplatten mal komplett durchhöre. Aber allein diese Aufmachung ist schon der Wahnsinn. Hier wieder Steve Miller mit seiner Maske und mit der Zorro-Maske. Und eben dann hier das Coverfoto, das auch dann auf dieser Box vorne mit drauf ist. Sehr, sehr cool, sehr, sehr schön. Hier auch diese Kunstdrucke. Sehr cool. Und dann machen wir mal weiter. Und dann sind hier diese drei Schallplatten eben versteckt. Und eben auf den Schallplatten sind diese Kunstdrucke auch wieder vertreten. Und hier haben wir LP1. Schauen wir mal, ob es noch eine besondere LP ist. Nein, ist es nicht. Es ist ein schwarzes Vinyl. Und natürlich wieder eine schöne klebrige Papierinnenhülle bzw. elektrostatisch aufgeladen. Eine ganz normale schwarze LP mit ein paar Papierflocken drauf, so wie es halt typisch ist, aus dem Presswerk raus und ab zum Endkunden oder zum Verkäufer. Naja, was soll's. So, dann die zweite und die dritte. Aber irgendwie fehlt mir hier noch was. Und da müssen wir jetzt mal schauen, wo die versteckt ist, weil meistens ist die nämlich dann in so einer Hülle versteckt. So eine 7-Inch, auf die ich mich schon am meisten freue eigentlich. Ja, da ist jetzt mal keine 7-Inch mehr. Dann schauen wir da noch rein. In das erste, da ist auch keine 7-Inch. Das wundert mich jetzt, weil die war ja eigentlich verschweißt, das Ganze. Das ist auch keine 7-Inch. Ja, wo ist die 7-Inch? Schauen wir nochmal in das. Haha. Im Booklet ist versteckt. Hier hinten ist diese 7-Inch Single versteckt mit dem originalen Aufkleber innen drauf. Capitol Records, Steve Miller Band und die 7-Inch vom Joker. Sau cool. Auch die Verpackung. Hier sau cool mit diesem ja, gelb-blauen, mit dieser gelb-blauen Umrandung. Das ist sehr, sehr schön und vor allem es ist sehr, sehr gut aufgehoben hier drin in diesem Booklet auf der letzten Seite. Ja, da kann man natürlich lange suchen. Eigentlich habe ich immer gedacht, die liegt so mit drin, aber ist ja auch keine ideale Lösung. Und wirklich auch sehr gut aufgemacht das Ganze hier mit dieser Box. Mit diesem ja, Kunstdruck, sage ich jetzt mal, und mit diesem Kunststoffaufkleber, whatever das auch ist. Wenn ihr wisst, was das genau sein soll, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber die Aufmachung selbst ist schon der Wahnsinn. Und vor allem von dieser Box vorne, dieser 3D-Effekt ist echt der Wahnsinn. Das hat mich gleich mal geflasht, auch wenn es noch in der Plastikhülle eingepackt war, das Ganze. Und jetzt habe ich was zu tun. Jetzt habe ich wirklich was zu tun. Jetzt muss ich mal, ich darf mir diese Scheiben jetzt mal durchhören. Und danach muss ich mal mit dem Herrn verhandeln, ob ich mir die vielleicht behalten darf, diese Schallplatten, weil die alleine schon diese Box würde mich sehr interessieren, wo ich ja wirklich über meinen Tellerrand schaue. Ich habe keine Ahnung, was da noch drauf ist, wie sich das Ganze anhört. Und bei Elton John bin ich mir zu 80% sicher, dass mir da alles gefällt auf dem Album. Wie sich das Ganze anhört, was meine Meinung zu so einer Neupressung ist, das sage ich euch im nächsten Video, wenn es wieder um Schallplatten geht. Wir sehen uns ganz bald wieder. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Daumen nicht vergessen, Abo nicht vergessen. Und wenn ihr solche Videos weiterschauen wollt, dann bitte auch die Glocke aktivieren. Kostet keinen müden Pfennig. Schöne Zeit, pfiat euch, servus.